Hallo Leute, ich wollte euch in diesem Video zeigen, wie man ein so ein Intro erstellt. Und da mache ich dieses Video auf die Anfrage von MKW Cheater. Den Kanal werde ich jetzt an der jetzigen Stelle hier verlinken, hier oben. Und was ich jetzt dann mache, ist, und so wie man das macht. Also ich habe jetzt schon Videos hochgeladen, also ein Teil stammt hier. Also Mario Kart Wii Online Cheater Rennen. Und zwar habe ich das so gemacht. Ich habe dieses Video hier so gemacht und dann Vollbildmodus und ich habe das hier Vollbildmodus gemacht und da habe ich sozusagen 2-3 Sekunden lang eine Aufnahme gemacht. Also mit einem beliebigen Aufnahmeprogramm, wie jetzt hier Open Broadcaster Software aufnimmt. Sieht man hier, wird das ja auch aufgenommen. Wie man hier sieht. Das wird hier aufgenommen und dann wird man hier, nimmt man das hier einfach 2-3 Sekunden auf. Mit Open Broadcaster Software. Und also ich habe jetzt hier F10 das gemacht. Kann ich jetzt leider nicht nochmal öffnen, aber mit F10 habe ich jetzt dann hier 2-3 Sekunden lang eine Aufnahme gemacht. Also hier von diesem Video 2-3 Sekunden lang Aufnahmen gemacht. Das habe ich bei den anderen Videos ebenfalls gemacht. Das kann man natürlich, wenn man selber so Videos hat, dann kann man das auch machen. Und hier übrigens werden weitere 3 Teile hochgeladen. Und dann hat man so 3 Videodateien. Also ich hatte, da habe ich jetzt so einen extra Ordner angelegt hier, OBS-Videos, wo die ganzen Sachen alle gespeichert werden. Und da sind hier die ganzen Sachen abgespeichert. Und da sieht zum Beispiel hier Intro Mario Kart, heißt das hier. Das war ja eigentlich ein ursprüngliches Intro, aber das war zu kurz, deswegen habe ich das nicht genommen. Aber ich zeige mal in dem Beispiel hier, wie man das machen kann. Und zwar muss man diese Datei mit Movie Maker öffnen. Movie Maker und hier zum Beispiel, da muss man hier bei dem, hier zum Beispiel, hier gibt man dann ein, also Mario Kart. Schreibt man hier einfach Mario Kart rein. Und dann hier Effekt. So kann man es machen. So, zum Beispiel Mario Kart. Und das kann man auch. Das kann man hier ein paar verschiedene Effekte nehmen. Auch so geht das. Oder auch so, dass es langsam erscheint. Oder von rechts reingehend. Aber so kann man das machen. Oder man kann auch so ein. Keine Musik. Nee, das war das nicht. Aber ich hatte das so gemacht. Und nochmal, man kann es auch so hinzufügen, wenn der Movie Maker öffnet und dann hier das Video, was man hier hat. Zum Beispiel hier. Kann man das ja auch so reinbringen. Und dann hier Mario Kart. Ah, will jetzt gerade nicht. Ohne Plus und auch nicht ohne Enter. Aber so ist das. Die Tourgröße kann man auch ändern. So sieht es auch ein bisschen anders aus. Und hier einfach mal ein bisschen rumprobieren, wie das einem am besten gefällt. Das kann man, um das dann zu behalten, diesen Film, dann kann man, hier muss man dann auf Startseite Film speichern. Also einfach da draufklicken und nenne ich mal hier Tutorial für, schreibe ich halt nicht mal richtig hier, YouTube. Sind da jetzt reingespeichert. Das geht jetzt bei 2 Sekunden Film relativ schnell. Und da kann man jetzt hier Wiedergabe. Wird so gespeichert und kann man natürlich noch ein bisschen länger machen. 2 Sekunden und
Da kann man zum Beispiel auch noch hier Video hinzufügen. Hier Intro Minecraft in dem Fall noch. Dass ich hier nochmal Bild hier rein. Dann nenne ich das hier einfach mal Minecraft. So, Minecraft. Das läuft dann so. Das wird direkter Übergang. Vielleicht kann man hier den Übergang, ich guck mal, ob ich den auch noch überarbeiten kann hier. Den Übergang, so. Na, was ist das denn schon wieder? Den Übergang hier ändern. Das ändert das nicht, aber hier den Übergang einfügen. Aber anscheinend finde ich das nicht. Wo kann es denn sein? Aber das ist auch nicht wichtig. Aber nicht so ganz wichtig. Oder ich habe weiß auch nicht, wo ich das jetzt gerade gefunden habe. Animation. Ah, unter Animation ist das mit den Übergängen. So, mit den Übergängen kann man das dann machen. Sieht besser aus. Und so kann man das dann. Das kann man natürlich abspeichern. YouTube-Tutorial nenne ich das mal. Jetzt ist nämlich der YouTube-Tutorial-Ordner öffnen. Habe ich jetzt zum Beispiel hier Movie Maker Videos, speichert er jetzt die Videos ein, die ich da mache. Und das sind jetzt hier, das ist unnötig, brauche ich jetzt gerade nicht. Aber dieses Video hier. Das ist jetzt ein schönes Intro. Und dann kann man das hier auf YouTube hier hochladen. Aber wie man das macht, einfach hier Video hinzufügen. Und wo man das abgespeichert hat, ist hier direkt schon der richtige, nein, noch nicht der richtige Ordner. Hier ist der richtige Ordner, dann einfach kann man das hochladen. Und dann kann man das Video hier einfach hochladen und das war's. Das werde ich jetzt natürlich nicht hochladen. Aber ich werde natürlich ein anderes Video hochladen. Und zwar das Tutorial-Video werde ich hochladen. Das wird jetzt hier knapp 8 Minuten lang. Und hoffe mal, dass das Video euch gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch und abonniert mich. Wäre natürlich schön.